Okay, dann heißt es hier also zu der jetzigen Vorlesung willkommen. Ich gehe nochmal über den Punkt, über die letzte Vorlesung nochmal schnell durch. Der Herr Distorf hat das, glaube ich, ganz gut gemacht. Er hat ja zwei Aspekte vorgestellt. Einmal wurde Kademlia vorgestellt und einmal diese Interconnection Networks, Hypercube und Deployee-Netze. Kademlia ist eigentlich sehr relevant, weil es am weitesten aktiv noch am weitesten das weiteste genutzte Overlay aktuell ist. Und es hat verschiedene Gründe. Also ein Hauptgrund ist, dass es so stabil ist und quasi nicht auf einzelne Knoten angewiesen ist. Das gewinnt es ja dadurch, dass wir einen ganz breiten Palette von Routing-Table-Einträgen haben. Das heißt, zu jeder möglichen Entfernung, also wir haben ja zu jeder XOR-Distanz, was gleichbedeutend ist mit dem gleichen Präfix, k viele Einträge. Und da kommt es nicht auf einzelne Knoten an, sondern da zählt die Gesamtheit. Und das Zweite ist, dass auch bei Lookups sehr viel Ausfallsicherheit gegeben ist. Das heißt, wenn ein Nachbar, wenn ich ein Lookup starte, dann schicke ich ja parallel Alpha viele Suchanfragen aus. Also in diesem Beispiel war Alpha gleich 2, also parallel schicke ich zwei Suchanfragen aus. Und jeder dieser Knoten schickt mir k viele Einträge zurück. Das heißt, er schickt mir die k vielen Einträge zurück, die er zu der Ziel-ID als nächstes kennt. Das heißt, ich habe sowohl eine Redundanz bei den antwortenden Knoten. Es reicht ja, wenn nur einer dieser alpha vielen Kontakte mir antwortet. Und zweitens habe ich auch eine Redundanz bei den Ergebnissen. Jeder von diesen alpha vielen Kontakten teilt mir k viele Kontakte mit. Das heißt, ich habe Alpha mal K viele Möglichkeiten, dem Ziel näher zu kommen. Und das Ganze, dass das auch da noch ein Redundanzschritt ist, dass der Knoten, der die Suche startet, auch in der Verantwortung ist, dass sie zu Ende geht. Also es geht, er ist immer verantwortlich dazu, dass die nächsten Suchanfragen ausgeschickt werden. Das heißt, wenn wir jetzt Knoten hätten, die ausfallen und die Suchanfragen nicht weiterleiten würden, wie in Chord kann es ja passieren. Also wenn ich jetzt in Chord mein Lookup starte und das soll im Kreis herumgehen und einer der Knoten fällt gerade dann aus oder sendet die Nachricht nicht weiter aus irgendwelchen Gründen, dann würde ja die Suchanfrage terminieren ohne Ergebnis und in Kademlia findet das nicht statt. Weil hier findet ja der Knoten, der die Suchanfrage stellt, der fragt ja seine k nächsten Knoten, die er zu dieser Zieladresse kennt. Und wenn er feststellt, dass keiner von denen antwortet, dann fragt er halt andere. Also das ist ganz, er kriegt es sofort mit, dass da eben ein Ausfall stattgefunden hat. Der zweite Punkt ist, der aber wichtig ist, ist, wer zuständig ist für die Objekte. Das Besondere hier ist, dass nicht ein einziger, also nicht ein Knoten die Zuständigkeit hat zu einem Objekt, sondern die k nächsten Objekte. Das heißt, das wird so lange durchgeführt, bis eben kein Knoten mehr gefunden wird, der noch näher an dem Ziel, an der Ziel-ID dran ist. Das ist der große Unterschied zu Chord und zu Capacity, wo jeweils nur einer zuständig ist und das mit Sicherheit ist, ist es hier eben nicht so. Also das, was Kademlia erreicht, ist die k-nächstgelegenen aus seiner Sicht zu erreichen. Aber wir haben auch kein Leaf-Set oder wir haben auch keine Successoren und Predecessoren, die wir in Chord und Pastry haben. Das heißt, die Knoten sind sich nicht sicher, ob da nicht wirklich noch nähere Knoten dran sind. Es kann sein, dass ja noch weitere Knoten näher dran sind, die aber unbekannt sind. In Pastry und in Chord würden wir das wissen müssen, weil wir dann Predecessoren haben, Successoren, weil wir das Leaf-Set haben, das immer stimmen muss. Aber in Kademlia ist es eben nicht so. Und dann bekommt man eben die K-Closest Nodes und auf denen allen speichert man die Daten. Und wenn man Daten abrufen möchte, dann reicht es, wenn von diesen K vielen einer das Objekt hat. Es gibt noch Untersuchungen zu diesen 18%. Das ist auch das Besondere. Also wenn Sie jetzt Kademlia nutzen, das ist eigentlich ganz nett. Es ist ja sehr robust. Aber wenn Sie jetzt, wenn ein Knoten jetzt eben die k-closest Nodes zu einer ID sucht, bekommt es, sagen wir mal, im Durchschnitt k ist im Normalfall 20 nächstgelegenen Knoten, auf denen speichert es das Objekt. Und nehmen wir mal an, jetzt würden in Zukunft 100 weitere Knoten nach dieser einen ID suchen.
Da war die Frage mal, wurde mal untersucht, wie viele von den initial 20 Knoten werden denn wiedergefunden? Und es hat sich gezeigt, dass quasi der erste Lookup vielleicht diese vier findet, also nehmen wir mal ein K gleich 4, der nächste diese vier, der nächste diese vier und es im Schnitt nur 18% der initialen Knoten wiedergefunden werden und die anderen K-Closest Nodes, also zu 72% andere Knoten sind. Das heißt, es ist gut geeignet, um. Achso, und was noch hinzukommt, diese Knoten gehen auch offline, das wird gar nicht verfolgt, sondern man geht davon aus, dass es einfach ein K groß genug ist, dass die Anzahl der Replikationen im Netzwerk, K gleich 20, 20 Kopien existieren, dass das lang genug hält und wenn es für mich relevant ist, dann speichere ich es in 24 Stunden erneut. Sehen Sie denn, genau, da steht ja auch No Updates Possible. Also es eignet sich gut für Daten, die sich nicht verändern. Also irgendwelche Dateien oder etwas, was eben sich nicht ändert. Ja? Also wo es nicht um Rollen geht oder wo es nicht um was Dynamisches geht, sondern Daten, die anhand ihres Hashes identifiziert werden, können abgespeichert werden, die müssen, da muss man keine Änderungen durchführen. Anders ist es vielleicht bei Anwendungen, nehmen wir mal an, wir wollen ein Peer-to-Peer-Netz für soziale Netzwerke anwenden, wo wir unter einer gewissen ID eine besondere Information hinterlegen wollen. Und wenn sich diese Information ändern soll, dann speichern wir sie erneut auf der ID. Das würde hier nämlich nicht funktionieren, weil wir würden beim nächsten Speichern 20 andere oder überlappende, aber zum größten Teil andere Knoten wiederfinden. Und dann hätten wir Inkonsistenzen und so weiter. Also Kademlia eignet sich gut für File-Sharing, weil sich dort Dateien eben nicht ändern, aber nicht für dynamisch ändernde Informationen, die man in der verteilten Hash-Tabelle speichern möchte. Genau, CAD ist die Implementierung davon, wird in eMule verwendet. Genau, hier wird es dann kurz dargestellt, glaube ich, dass sich das alles wiederfindet. Achso, genau, wir hatten nämlich eingeführt, genau, das ist vielleicht die Rückblende, dass eDonkey auch Kademlia nutzt, um nicht mehr angewiesen zu sein auf einzelne Server. Wir hatten ja damals, als wir eDonkey kennengelernt haben, gesehen, dass eDonkey im Gegensatz zu Kazaa, das auch Superpeers verwendet, ja auf Server setzt. Und dieser Razorback 2 wurde mal abgeschaltet und dann war ein Großteil des Netzwerks weg. Und also CAD als Implementierung wird jetzt genutzt, um diese Server zu ersetzen. Wir hatten ja bei eDonkey damals gesehen, die Daten sind jetzt zum ersten Mal eindeutig identifizierbar, also die Datei wird gehasht, am Ende gibt es eine Gesamthash für die Datei. Und nun ist es so, dass CAD dafür verwendet wird, um hinter dieser ID hinter dieser ID genau die Information zu bekommen, wer diese Datei anbietet. Das heißt, ich habe erstmal eine Funktionalität, dass mir den Hash ableitet und aufgrund des Hashes kann ich dann im Nachhinein die Datei runterladen und eben im CAD suchen und zuständige Knoten finden. Genau, also hier ist es dann, wenn man Dateinamen eingibt, gibt es erstmal die Suche, die Auflösungen in den Hash, also welche Hashes passen zu diesen Dateinamen. Und wenn ich dann im CAD-Netzwerk nach dieser ID suche, dann finden sich K viele zuständige Knoten, die Informationen dazu verwalten, wer dazu speichernde Knoten sind. Also die verwalten nur die Info, wer die Dateien eigentlich speichert. Okay. Ich glaube, hier ist es genauso. Also nur mit spezifizierten K gleich 10, Alpha gleich 3. Okay. Hier noch zu der Routing-Tabelle, dass sich das XOR-basiert von den Distanzen her so ergibt, dass wir jeweils zu den ganzen XOR-Distanzen verschiedene Einträge haben. Und dann ging es über auf die Interconnection Overlay Networks. Das Besondere dabei, das man hervorheben muss, ist, dass bei diesen Interconnection Networks die Anzahl der Kontakte, der Verbindungen immer gleich ist. Also bei CAD und bei CORD und PASTRI ist es ja O log N und hier setzt man eine feste Anzahl von Kontakten fest. Also wir hatten ja hier Hypercubes, die haben die exakte Anzahl gleich der Dimension. Und wir haben die DPUI-Netze, die insgesamt vier Kanten haben. Und das Besondere ist, dass sie unter diesen Einschränkungen dennoch das O log N Routing realisieren.
Beim Hypercube ist, glaube ich, einfach, da muss man nur die Bits wechseln. Und bei den DPUI-Netzen ist das Besondere, dass man diesen Rechtsshift hat, nee, Linksshift, also von rechts kommt ein neuer Wert rein. Wo ist das Beispiel? Genau. Also von rechts kommt der neue Wert, das neue Zeichen rein und nach links fallen die raus und man geht dann so Schritt für Schritt dem Ziel näher, egal wie groß das Netzwerk ist. Wir müssen nur schauen, wie viele Bits müssen wir dann oder wie viele Zeichen, also in diesem Fall ist es ja mit zwei möglichen Zeichen 0 und 1 dargestellt. Das kann man sich auch mehrdimensional vorstellen, indem die Zeichen vielleicht 0, 1, 2 sind. Das Wichtige ist, dass immer diese Shift-Operation stattfindet und man durch verschiedenes Hineinschieben eines neuen Zeichens beim Zielzeichen ankommt und die Zwischenwerte geben es halt an, wie wir routen müssen. Typische Übungsaufgabe dazu ist, nicht Übungsaufgabe, typische Prüfungsaufgabe ist, da würde ich Sie fragen, gegeben ist dieser und jener Knoten, der hat diese Eigenschaft, also was weiß ich, 011100 und mit welchen anderen Knoten ist er verbunden und jetzt wollen Sie, das ist die erste Frage, mit welchen anderen Knoten ist er verbunden und jetzt will er zum Knoten so und so und was sind die Zwischenknoten? Dasselbe für Hypercube-Netze. Okay. Ich glaube, das war umfassend das, was in der letzten Vorlesung besprochen wurde. In der heutigen Vorlesung besprechen wir eine andere Art von Routing, von Overlay-Netzen. Bisher hatten wir die Funktionalität besprochen des Lookups, ID-basiertes Lookup. Und jetzt gibt es noch verschiedene andere Ziele, ein Overlay zu haben. Also ein großer anderer Anwendungsbereich für Overlay-Netzwerke sind lokationsbasierte Dienste. Und da lernen wir jetzt heute zwei kennen, GeoDemlia und GloBase. Und dann reißen wir noch an, wahrscheinlich reißen wir es wirklich nur an, wie die Eigenschaften, die Knotenkapazitäten berücksichtigt werden können. Also wir hatten ja bisher in Cort, GeoDemlia, CAN und Pastry, da waren ja alle Knoten gleich, alles war homogen. Und jetzt wollen wir Heterogenität hineinführen, also berücksichtigen, dass die Knoten unterschiedliche Eigenschaften haben, unterschiedliche Leistungsfähigkeiten. Der eine hat mehr Bandbreite, der andere wird länger online bleiben. Und wie kann man das nutzen, um das Overlay besser zu gestalten? Das ist so der zweite Themenblock. Kommen wir erstmal zu den lokationsbasierten Anwendungen. Zur Hauptanwendung für lokationsbasierte Dienste sind eigentlich so drei Bereiche. Fragen sind ein bisschen komisch. Also, answering where am I, das wird einem das Overlay nicht beantworten. Ich glaube, das würde so die Fragen motivieren. Also, nehmen Sie mal an, Sie haben ganz viele Knoten auf der Welt verteilt. Und jetzt gibt es manchmal die Anforderung, also eigentlich gibt es drei Funktionalitäten. Das erste ist, den nächstgelegenen Knoten zu finden. Also, gib mir den Knoten, der am nächsten an der Position XY dran ist. Wir hatten das mal für das Use Case der Notruf, also Peer-to-Peer-basierte Notrufe, umgesetzt. Also ich bin hier und ich suche jetzt die nächstgelegene Feuerwehrstation oder so und die will ich kontaktieren. Oder ich suche das nächstgelegene italienische Restaurant oder so. Oder wenn Sie das in größeren Skalen vorstellen, wenn wir irgendwann mal Internet of Things haben und wir haben Milliarden von Geräten, dann wollen wir den nächstgelegenen Router, nicht Router, Drucker zu diesem Raum hier suchen. Die zweite Fragestellung ist, also das ist quasi, man gibt eine Position an und man erwartet einen Knoten, der nächstgelegen dazu ist. Die zweite Frage ist, eine Area Search, also gib mir, habe ich das nicht, müsste ich eigentlich, okay, hier steht es dann. Also ich springe jetzt gleich nochmal zurück, aber das ist jedenfalls die andere Hauptfunktionalität, Area Search. Dass wir eine Position angeben und einen Radius drumherum definieren und in diesem Bereich geben uns alle Ergebnisse zurück. Das heißt nicht nur einige, die passen, sondern alle. Das heißt, wir haben hauptsächlich diese zwei Funktionalitäten, finde den nächstgelegenen Knoten zu der Position.
der am nächsten dran ist, und eben gib alle Knoten in einer gewissen Region zurück. Und diese zwei Overlays, die wir heute kennenlernen werden, Geodemlia und Globase, die erfüllen beide dieses Interface. Das ist so das Hauptinterface für lokationsbasierte Overlays. So, wie ist Geodemlia aufgebaut? Geodemlia, also, und von weiterer Motivation, ich glaube, die Vision ist wirklich, dass man irgendwann dieses Internet of Things hat, vielleicht auch mehr mobile Knoten durch K2K oder Industrie 4.0, das ist dann auch irgendwann so ein Stichpunkt, wo auch die Geräte lang visionär in der Zukunft irgendwann mal selbstautonome, selbstbewegende Roboter sind und dann sollen sich damit auch finden lassen. Also das sind alles so Szenarien, wo man so eine Funktionalität braucht. Okay, schauen wir uns mal das erste Overlay an, das heißt Geodemlia, und das ist sehr ähnlich zu Kademlia, wie der Name schon nahelegt. Ist auch strukturiert, also das heißt, es gibt eine Zuordnung und hier insbesondere gibt es eine Zuordnung von Position zu Knoten. Also wenn ich die Suchanfrage starte, gib mir den zugehörigen Knoten zu einer Position, dann wird genauso wie in Kademlia eigentlich dieses aufgelöst und ich bekomme die K vielen nächstgelegenen. Und darunter ist auch der eine, der am nächsten gelegen ist. Wie ist eine Position definiert? Also es ist unterteilt in zwei Werte, Longitude, Latitude auf der Erde, also diese globalen Koordinaten. Und jeder Knoten ist so ausgestattet, er hat eine ID, er hat IP-Kontakte und er hat eine Position, das brauchen wir. Und jedes Objekt hat auch eine Position, hat eine ID und, das ist oft ganz nützlich, aber nicht wirklich essentiell, also ein Set of Tags. Also wenn ich jetzt ein italienisches Restaurant suche oder einen Drucker, dann will ich angeben können, ich suche einen Drucker und nicht, gib mir alle Objekte, die es in diesem Bereich gibt, sondern gib mir nur die Objekte mit dem Tag Drucker oder mit dem Tag italienische. Also es wird zur Filterung verwendet. Okay, die Funktionalität haben wir schon besprochen. Also gib mir den einen nächstgelegenen Knoten zu einer Position zurück. Da ist noch das K, also da kann man noch angeben, wie viele man haben will, die zu dieser Position am nächstgelegensten sind. Bei der Area Search will man alle haben, da gibt man das K eben nicht an, sondern nur Position, noch Radius, welche Art von Informationen man haben will, also von Rückmeldungen man will. Und Blumenfilter tauchen hier noch auf, in beiden Fällen. Und das ist ganz sinnvoll. Und deshalb gibt es jetzt erstmal eine kurze Einführung gleich zu Blumenfilter. Erstmal blenden wir das mal auf, was Blumenfilter sind. Oder sagt ihr das schon was? Doch, oder? Hatten wir das nicht irgendwann? Nein. Sehr gut. Okay. Also, wir wollen entweder die K-nächstgelegenen Knoten finden oder alle Knoten in einer gewissen Area. Und wie ist dann Geodemlia aufgebaut? Wie bauen sich die Nachbarschaften aus? Zunächst werden aus der lokalen Sicht eines Knotens wird die Welt in viele Koordinatenbereiche aufgeteilt. Also hier ist n gleich 4, das heißt, von der Zentralposition des Knotens aus gesehen, werden alle Positionen, die es gibt, in diese vier Kategorien aufgeteilt, irgendwie nordöstlich, südöstlich, südwestlich und nordwestlich. Wenn Sie jetzt eine Einteilung in 8 Bereiche hätten, dann hätten Sie hier noch die Unterteilung. Ja, ich glaube, das ist naheliegend, wenn Sie, also und wenn Sie 5 hätten oder 3, dann hätten Sie dann halt andere Formen. Das Wichtige ist nur, dass Sie quasi jetzt, okay, dazu kommen wir noch, was wir damit erreichen. Ferner haben wir, also neben dieser Einteilung, haben wir noch die Einteilung, also es sind letztlich Richtungen, und in jede dieser Richtungen haben wir 160 viele Buckets, die die Entfernung darstellen. Das ist quasi genauso wie in Kademlia, dass wir abhängig von je näher wir an uns dran sind, desto mehr, also desto kleiner geografisch gesehen sind die Buckets, und je weiter wir weggehen, desto mehr Fläche nehmen sie ein. Und damit haben wir eigentlich zwei Aspekte kodiert. Einmal haben wir die Entfernung zu uns kodiert und die Richtung von uns aus gesehen. Und jetzt sind in jedem dieser Richtungen, dieser Koordinatenbereiche,
160 Buckets mit, da kommen wir noch gleich dazu, k vielen Einträgen. Das heißt, wenn Sie sich Kademlia eindimensional vorstellen, und da hat man ja auch dieselbe Anzahl von Buckets, dieselbe Art von Einteilung in Distanzen, hat man das jetzt in diesem Fall nur mal eine Dimension mehr erweitert und diese Richtungen eingeführt. Und jeder Knoten, den wir kennen, zu dem nehmen wir an, dass wir diese Information kennen. Also wenn wir einen Knoten kennen, kennen wir seinen PID, kennen seine IP-Kontakte, also Kontaktinformationen und seine Position. Und die Peers lassen sich dann eben in die richtige Richtung und in die richtige Entfernung einkopieren. Okay. Und wie nutzen wir das? Also so baut sich die Routing-Tabelle auf. Und das nutzen wir dann genauso wie bei Kademlia, dass wir eben, wenn wir zu einem gewissen Punkt routen wollen und die k-nächstgelegenen Punkte zu diesem, den k-nächstgelegenen Knoten zu diesem Punkt identifizieren wollen, dann starten wir eben alpha viele parallele Lookups zu den alpha vielen Knoten, die am nächsten zu diesem gesuchten Punkt dran sind, und die antworten mit ihren k-vielen closest neighbors, und es geht dann hin und her, bis sich die Menge der rückgemeldeten Knoten sich nicht mehr ändert. Ich zeige das nochmal kurz. Also wenn wir jetzt irgendwo hier starten, ja, das ist unser Knoten und wir wollen irgendwie hier hin, dann hat er ja, sagen wir mal, wir haben vier Richtungen, dann hat er in jeder dieser Richtungen eine immer größere Entfernung bekannte Knoten, und sagen wir mal, hier, das sind die drei nächstgelegenen Knoten, die er kennt zu diesem Punkt. Also das geht hier natürlich weiter, aber sagen wir mal, da kennt er keine. Und die melden jetzt zurück, wen sie aus ihrer Sicht, also die haben jeweils ihr lokales Koordinatensystem, am nächsten dran kennen. Und das Wichtige ist eben, dass jeder Knoten seine persönliche Sicht drauf hat und seine persönliche Richtungen und Entfernungen. Aber natürlich die Knotenpositionen sind für alle gleich. Und so kommen wir dann Schritt für Schritt durch die Rückmeldungen, die wir erfahren. Also sagen wir mal, die hier werden zurückgemeldet. Und wenn ich die nächstgelegenen, also diesen Knoten und sagen wir mal diesen frage und den da, dann sind die drei nächstgelegenen Informationen, die ich bekomme, diese drei. Und dann frage ich die als nächstes und dann teilen sie mir wieder irgendwelche Punkte mit. Dann wähle ich wieder die nächstgelegenen drei aus. Und so komme ich dann Schritt für Schritt näher, bis die Liste der drei nächstgelegenen Knoten sich nicht mehr ändert. Und wenn ich diese drei Knoten, sagen wir Alpha gleich 3, eben frage, sie mir auch keine näheren Knoten mitteilen. Das heißt, die k-vielen nächstgelegenen Knoten bleiben nach dem nächsten Anfrage bei den alpha-vielen Knoten dieselben. Das heißt, es kommt einfach keine neue Information dazu. Dann haben wir die k-nächstgelegenen Knoten zu diesem einen Punkt gefunden. Und das ist die Rückmeldung für unser Lookup. Also so funktioniert ja auch Kademlia, nur eben eindimensional. So, was jetzt aber noch hinzukommt, ist, dass hier natürlich sehr viele redundante Ergebnisse vielleicht zurückgemeldet werden. Ja, also jeder Knoten, der seine k-vielen Ergebnisse zurückmeldet, also wenn es k gleich 20 ist, alpha gleich 3, dann haben wir 3 mal 20 Mengen von Knoteninformationen, von denen sich vielleicht vieles überschneidet und vielleicht sich auch mit dem überschneidet, was wir schon kennen. Ja, also wir haben ja schon eine Sicht auf das Netzwerk und wir kennen schon einige welche und wir haben ja die Alpha-vielen besten ausgewählt, um sie zu fragen, ob sie noch einen besseren kennen. Und es kann ja sein, dass diese Alpha-vielen einfach zum größten Teil uns Informationen zurückgeben, die wir schon kennen. Und dazu gibt es eben die Erweiterung mit diesem B, das hier angerissen, dargestellt wird. So. Und das sind Bloomfilter über bekannte Knoten, die man schon kennt.
und zu dem man nichts weiteres hören möchte. Das heißt, man gibt den bei der Suchanfrage mit, welche man schon kennt, in der Aufforderung, diese nicht mehr zu melden, sondern nur noch neue zu melden. Und das ist jetzt die Frage, wie wird das über die Bloomfilter realisiert? Weil die nette Eigenschaft ist, diese Bloomfilter sind klein, enthalten aber viele Informationen. Ja, also es kann ja sein, dass wir 1000 Knoten kennen und das können wir dann in 160 Bit kodieren. Zwar sehr schlecht, aber können wir machen. Und ob wir 10.000 oder 1000 Knoten kennen, das lässt sich immer noch in dieser festen Anzahl von Bits kodieren. Und daher ein kleiner Ausflug zu Bloomfiltern, wie sie funktionieren und welche Eigenschaften sie haben. Und das Ganze ist dann ja auch mit der Übungsaufgabe der Übung 3 verbunden, wo man das auch nochmal austestet. Also, was sind Bloomfilter? Die tauchen in der Netzwerkwelt recht häufig auf, weil es eben speichereffiziente Möglichkeiten, Datenstrukturen sind, die einem Aussagen über die Mitgliedschaft eines Elements in einer Menge mitteilen. Das heißt, wir können mit diesen Datenstrukturen, die wahrscheinlichkeitsbasiert sind, bestimmen, ist ein Element, also in unserem Fall eine Bitfolge, eine Node-ID, Element einer Menge oder nicht. Bei uns in unserem Fall wäre die Menge der uns schon bekannten Knoten. Da können wir eben, wenn wir 1000 Knoten kennen, eben 1000 Node-IDs hineinkodieren und diesen Bloomfilter zum Empfänger schicken. Und der kann dann prüfen, ob seine dazu passen, also ob seine Einträge, die er uns mitteilen würde, in diese Menge schon vorhanden sind oder nicht. Und die Antwort kann entweder sein, nein, also garantiert nicht. Das ist garantiert ein neuer Eintrag, der noch nicht in diesem Bloomfilter drin ist. Also false negatives sind nicht möglich, sondern wenn die Antwort nein ist, dann ist sie nein. Oder die Antwort ist vielleicht. Also wenn der Bloomfilter sagt, dass eine Mitgliedschaft besteht, dann heißt es nur vielleicht. Also es kann auch sein, dass aus probabilistischen Gründen eben das nur so erscheint, obwohl das Element gar nicht drin ist. Also false positives sind möglich. Und dadurch, dass eben diese false negatives nicht möglich sind, können wir einfach unsere ganzen Informationen, welche Peers wir schon kennen, hineinkodieren und die Knoten, die diese Informationen zu unseren bekannten Peers bekommen, können dann eben prüfen, die garantiert nicht drin sind, die können sie uns auf jeden Fall mitteilen und die vielleicht drin sind, die können sie vielleicht ausschließen. Wie funktioniert das dann? Also das Ganze funktioniert, indem man ein Array von k vielen Bits hat. Also sagen wir mal, wir kodieren das Ganze in 160 Bit Bloomfilter. Ist aber unabhängig von der PID. Also es können auch 300 Bits sein oder 400. Das ist egal. Also man hat die Anzahl dieser Bits definiert nur, wie wahrscheinlich es gibt, dass es False Positives gibt. Je mehr Bits wir natürlich verwenden, desto mehr Elemente können wir kollisionsfrei eingeben. Okay, also wir haben k viele Bits und wir haben m viele Hash-Funktionen. Und jetzt bildet jeder dieser Hash-Funktionen auf eines dieser Bits ab. Also wenn wir k viele Bits haben, dann ist das Ergebnis einer jeden Hash-Funktion 0 bis k-1, also 1 dieser Bits. Und wenn wir jetzt ein Element einfügen, dann haben wir vielleicht eine Information, die wir eben einkodieren wollen, dann wenden wir diese m vielen Hash-Funktionen auf das Objekt ein, das wir da einfügen wollen, in diesen Bloomfilter, also das wir hineinkodieren wollen. Und das ergibt uns m Stellen, wo wir unsere k vielen, wo wir unsere Bits auf einstellen müssen. Also wir haben k viele Bits, ja, das sind k viele Bits, und sagen wir mal m gleich 3, dann definieren uns diese m 3 vielen Hash-Funktionen die Stellen in den k vielen Bits, die wir auf 1 setzen müssen. Also hier vielleicht. Und alle anderen bleiben auf 0. Und wenn wir jetzt prüfen wollen, ob das Objekt enthalten ist, dann müssen wir dasselbe nochmal durchführen. Das heißt, wir prüfen, müssen wieder alle Hash-Funktionen darauf anwenden, auf unser Objekt, das wir prüfen wollen. Und wenn dieselben Einsen rauskommen, dann heißt es, vielleicht ist es drin. Wenn aber eine 1 rauskommt, die aktuell jetzt auf 0 gesetzt ist, dann heißt es, dass das Objekt definitiv nicht drin ist.
Und jetzt kann es passieren, dass wir eben Kollisionen haben. Es kann sein, dass es erst, sagen wir mal, unser zu prüfendes Element ist hier 1, 1, 1, also in diesem Bereich. Und hier ist im Bloom-Filter eine 0. Das heißt, wir würden sehen, aha, dadurch, dass hier keine 1 ist, ist es der Element definitiv nicht drin. Aber es kann natürlich sein, dass ein zweites Element hinzukam. Das auch, also das, in diesem Fall wurde nur ein Element eingefügt, aber wenn wir zwei Elemente hätten eingefügt, vielleicht mit einer 1 hier, mit einer 1 da und mit einer 1 hier, dann wäre ja diese 1 gesetzt gewesen, dann wäre diese 1 gesetzt gewesen und diese. Und obwohl unser zu überprüfendes Objekt nicht eingefügt worden war, hat die Konstellation der bereits eingefügten Elemente ergeben, dass das vielleicht drin ist. Also so können die False Positives entstehen. Also gehen wir das Ganze nochmal beispielhaft durch. Wenn wir jetzt diese zwei Hash-Funktionen haben und wir haben gegeben eine. Ah ja, okay. Und wir haben gegeben einen Bloom-Filter mit 10 Bits. Und wir wollen jetzt verschiedene Elemente einfügen. Das heißt, wir wollen erstmal Element 0 einfügen. Das ist ja irgendwas, also kann ja auch eine Riesenzahl sein, aber jetzt zur Einfachheit halber. Ach, wir können auch jeweils, also nur um es zu verdeutlichen, hier haben wir eigentlich 300 vielleicht, egal, ist ja egal. Die Hash-Funktionen ergeben dann in diesem Fall einmal für Hash-Funktion 1 0, die Hash-Funktion 2 auch 0. Das heißt, wir müssen an die Stelle, an den Index 0, einmal die 1 setzen. Machen wir es mal anders. Das ist ja schon aufgebaut. Das heißt, hier kommt eine 1 hin und die anderen Stellen bleiben 0. So denken Sie sich das erstmal weg. Okay, dann kommt das nächste Objekt hinzu, die 1. Das definiert uns die Indexposition 1 und 3. Das heißt, hier setzen wir die Bits auch auf 1 und die anderen bleiben auf 0. Und die 4 kommt hinzu, das definiert uns hier die Einsen, 4 und 2 und durch die 6 kommen wir hier auf diese Werte und die anderen Bereiche sind auf 0. Nun können wir prüfen, ob Werte darin enthalten sind und wenn wir eben die bestehenden Werte prüfen, dann sind dort die Einsen natürlich gesetzt, weil durch diese initiale Einfügeoperation dann genau an denselben Stellen die Einsen gesetzt wurden. Das ist bei der 0 so, das ist bei der 1 so. Bei der 5 prüfen wir und stellen fest, das ist eine 0, das heißt, da ist das Ergebnis definitiv nicht drin. Und bei der 16 ergeben sich zufällig Werte, die schon durch ein anderes Element auf 1 gesetzt wurden. Und da kriegen wir False Positive. Das heißt, der nette Effekt ist, dass wir sehr viele Informationen eben in so einen Bloom-Filter hineinkodieren können. Und das sehr schnell geht. Also um eben das zu überprüfen, wie schnell die Einfügeoperation ist, das hängt nur ab von der Anzahl der Hash-Funktionen, die wir verwenden. Und das ist eben konstant und daher sehr schnell. Und wie robust das ist, wie gut das funktioniert, wie wenig Kollision es gibt, das hängt von der Bloom-Filtergröße ab. Also wenn wir jetzt 100, also in diesem Fall 10 Bits verwenden, ist natürlich schlecht. Wenn wir 100 oder 400 Bits verwenden, dann wird es immer besser. Das ist immer so ein Trade-off. Also wie viele Elemente wollen wir da rein kodieren und wie viele Bits wollen wir dafür als Kosten in Kauf nehmen. Also wenn wir wissen, wir kodieren immer 100 Elemente rein, dann können wir ja probabilistisch berechnen, wie viele Bits gesetzt werden und wie die Wahrscheinlichkeit ist für False Positives. Und das ist aber dennoch noch sehr überschaubar. Also auch wenn wir jetzt 100 Entries einfügen wollen und 400 Bits oder 500 Bits dafür verwenden, dann ist dennoch noch eine kleine Zahl. Okay, jetzt kann man noch diese Bloom-Filter noch erweitern. Ja, also jetzt kann man noch, das ist quasi aus der Sicht eines Knotens, ein Knoten kann für sich dann festlegen, welche Objekte er selbst anbietet. Er kann dazu einen Bloom-Filter erstellen. Und wenn jemand anders ihm ein Objekt irgendwie mitteilt oder eine ID oder irgendetwas, was in diesem Bloom-Filter drinsteckt, kann er prüfen, ob es stimmt oder nicht.
Jetzt kann man noch diese Bloomfilter der einzelnen Knoten miteinander verbinden. Und das sind diese erweiterten Bloomfilter der Tiefe D. Okay, bevor wir zu den Regeln kommen, zeige ich das mal visuell. Ah, okay, das zeige ich nicht visuell. Ich zeige es mal so. Also wenn wir jetzt einen Knoten haben, der hat einen gewissen Bloomfilter. Ja, also der hat irgendwie seine Nullen und Einsen gesetzt. Und der ist jetzt mit anderen Knoten verbunden. Und die haben auch ihre persönlichen Bloomfilter. Dann, ich kodiere das einfach nochmal. Das ist Bloomfilter A, das ist Bloomfilter B. Das ist Bloomfilter C. Und jetzt würde der Bloomfilter von Knoten A der Tiefe 1 nur seinen Bloomfilter umfassen. Also der hat Bloomfilter A, der hat hier Bloomfilter B, der hat Bloomfilter C. Und der Bloomfilter von A der Tiefe 1 ist A. Der Bloomfilter der Tiefe 2 ist B oder, also logisch verknüpft, C. Der Bloomfilter der Tiefe 3 sind die Nachbarn von der Bloomfilter von B. Moment, also erstmal D, E, F, G. Und der Bloomfilter eben von der Tiefe 3, das sind die Bloomfilter von D oder E oder F oder G. Das heißt, wenn ich jetzt, also man fasst einfach per Oder-Operation die Bloomfilter der Nachbarn zusammen. Sehen Sie eine Sinnhaftigkeit darin? Weshalb könnte man das dann machen? Weshalb ist es dann sinnvoll vielleicht? Zum Beispiel wird es manchmal in unstrukturierten Overlays verwendet. Als Erweiterung zur Optimierung. Also, ja? Ja, das sind ja die, okay, was, wie würde das helfen? Ja. Das stimmt, aber die Bloomfilter selbst, die enthalten ja keine Daten, die enthalten nur die Informationen zu der Mitgliedschaft von Daten. Also es wird eigentlich so genutzt, dass, sagen wir mal, der... Ah ja, okay. Ja. Genau, das ist die richtige Antwort, genau. Also wenn ich jetzt weiß... Also wenn ich die Bloomfilter dazu verwende, um die Daten, die einzelnen Knoten anbiete, zu kodieren, also jeder Knoten packt in seinen Bloomfilter der ersten Ordnung die Hashes seiner Datenobjekte rein. Ja? Ja. Doch. Mhm. Genau. Also das reicht nicht so weit. Genau. Aber es reicht einige Hops weit. Und das wirkt dann eben so, dass der Knoten D in seinem ersten Level kodiert, welche Dateien bietet er an, die anderen ja auch. Und wenn jetzt der Knoten A entscheiden muss, in welche Richtung soll ich meine Suchanfrage stellen, dann kann er quasi vorausschauen, wo hat die Suchanfrage mehr Erfolg, Hoffnung auf Erfolg. Also wenn ich jetzt Richtung B route und ich sehe, dass in 3, 4, 5 Hops Reichweite, das immer Nein ergibt, meine Anfrage zu einer bestimmten ID, dann schicke ich die Anfrage vielleicht nicht in die Richtung. Als wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass es vielleicht in Level 1 oder 2 ein passendes Objekt geben könnte. Das heißt, so ist dann die Regelung. Das heißt, im ersten Knoten ist gespeichert, welche Objekte man selbst hat. In dem Tiefe I sind die Union, also die Oder-Verknüpfung aller Bloomfilter der Entfernung I. Und das gibt uns die Information, in welche Richtung wir routen können. Genau, weil man einfach ja abschätzen kann, in welche ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und wir hatten ja,
Ja, genau, ich glaube, da hat ja der Andreas auch die Vorlesung gehalten, die Random Walks vorgestellt, hatten wir die? Er hat die, glaube ich, vorgestellt, wo eben die Suchanfrage nur an eine maximale Anzahl von Nachbarn weitergeleitet wird. Und dann ist natürlich günstiger, entscheiden zu können, in welche Richtung soll es geroutet werden, welche am erfolgswahrscheinlichsten ist. Okay, also das ist ein kurzer Ausflug zu Bloomfiltern. Und diese Bloomfilter werden eben noch in GeoDemlia verwendet, um zu kodieren, welche Kontakte ich schon kenne. Das heißt, das müssen ja gar nicht so viele sein, die ich da reinkodiere, aber ich kann meinem Empfänger dann mitteilen, Moment, wo das benutzt? Hier, genau. Ich teile ihm mit, erstmal zu welchem Ziel möchte ich, wie viele Antworten möchte ich, also die K-nächstgelegenen und welche Knoten kenne ich schon. Und dann können die Empfänger eben prüfen, dass sie mir nur Knoten zurückmelden, die mir noch nicht bekannt sind. Zu der positionsbasierten, zu den anderen beiden, der Storage erfolgt eigentlich genauso. Also wir finden erstmal die K-Closest-Node zu dieser Position und speichern eben das Objekt auf diesen K-Closest-Nodes. Das ist ja in KDEMLIA auch so. Das ist derselbe Prozess letztlich. Man kriegt immer die K-Closest-Nodes. Und die Area Search wird realisiert über die, genau, erstmal muss ich die, genau, also ich finde erstmal den, ich muss erstmal mit meinem Routing an die K-Closest-Node zu dieser einen Position kommen und dann frage ich nach mehr Informationen und also wenn ich ein, definiere einfach mehr Knoten als bekannt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Area Search würde sich dann so ausweisen, dass ich erstmal in einer Region K viele Knoten kennen möchte. Und dann sage ich, gib mir dennoch die Closest Nodes zu diesem einen Punkt, also zu dem Mittelpunkt dieser Region, ohne die Knoten, die ich schon kenne. Und dann werden mir neue mitgeteilt. Muss ich mir etwas größer zeichnen. Ja, also sagen wir mal, die Region ist so groß. Und dann frage ich erneut nach bei diesen Knoten, die mir genannt wurden, teile mir die Closest Nodes mit, die du kennst, ohne die, die ich schon kenne. Und so breitet man die Suche immer weiter aus, um diesen Mittelpunkt herum und teilt bei jeder nächsten Suchanfrage mit, dass man die, die man schon kennt, nicht mehr genannt haben möchte. Und erst wenn man Knoten erhält, nur noch Knoten erhält, die außerhalb der Region sind, wird dann die Suche abgebrochen, weil einfach alle Knoten in der Region dann bekannt sind, weil alle Closest Nodes zu dem Mittelpunkt der Region nur noch Ergebnisse liefern, die außerhalb liegen. Okay. Das zu der Routing-Tabelle und der Operation, wie die zwei Hauptfunktionen eben Closest Node, K-Closest Nodes und Area Search realisiert werden. Wie erfolgen die anderen Operationen, also Join, erfolgt ja wie in KDEMLIA, dass man erstmal seine eigene Position findet. Also man muss irgendwie dem Netzwerk beitreten. Man startet eine Find-Nodes-Operation auf seine eigene Position, kriegt dadurch die K-Closest-Nodes mit zu seiner eigenen Position. Und wenn man mit diesen dann kommuniziert, erhält man auf dem Weg, also wie erfolgt denn die Join-Prozedur in KDEMLIA? Wissen Sie es noch? Wie fülle ich meine Buckets? Ich hatte ja, also man hat ja zu jeder XOR-Distanz, also 160 viele Buckets. Und wie werden die denn nochmal gefüllt? Ja? Ja. Ja. Genau. Also
Das stimmt, also zu jeder Entfernung habe ich ein Bucket mit K vielen Einträgen und es gibt noch eine Waiting-List, die eben nicht drauf gepasst hat. Aber wie fülle ich sie denn? Oh, das ist gut, dass wir das besprechen. Das ist sehr interessant. Moment. Okay, ja, hier steht es drauf. Also, im Gegensatz zu Cord und zu Pastry, wo ich halbwegs aktiv meine Verbindung aufbaue, auch in CAN, fliegen mir die Kontakte in Kademlia zu. Also jede Nachricht, die an mir vorbeigeht, die enthält Informationen zu dem Absender in Form von IP-Adressen, also IP-Kontaktinformationen und Node-ID. Und jede Nachricht, die ich weiterleite, da prüfe ich, passt der denn überhaupt in meine Routing-Tabelle, der Absender der Nachricht? Das heißt, wenn ich irgendeine Nachricht weiterleiten muss, schaue ich sie mir an. Also in diesem Fall Node U receives the message from Node V zum Weiterleiten. Dann prüfe ich, ob ich Node V in meine Routing-Tabelle eintragen kann. Daher schaue ich mir erstmal an, gibt es denn überhaupt Platz in dem passenden Bucket? Wenn ja, dann schicke ich den auf den ersten Platz. Nee, sorry. Doch, also nee, hinten, also vorne in dem Bucket stehen die, die ich am längst nicht gesehen habe. Und die, die hinten stehen, die habe ich ja zuletzt gesehen. Das heißt, wenn er schon drin ist, dann schicke ich den nach hinten, den habe ich schon zuletzt gesehen, also eben gerade gesehen. Falls er noch nicht im Bucket ist und falls da noch Platz ist, dann füge ich ihn ein am Ende. Ich trage es nochmal in. Das ist mein Tail. Also hier. Machen wir es mal anders, sonst verwirrt es. Das ist Head. Und das ist Tail. Und in diese Richtung ist Aktualität. Aktuell. Und hier fragen wir uns, ist der schon tot? Und wenn ich eben den in der Liste irgendwo schon habe, dann trage ich den halt in hinten ein, damit ich weiß, der ist aktuell und der ist noch in meiner Liste. Falls der noch nicht in der Liste ist, trage ich ihn auch hinten ein, weil ich eben den eben gesehen habe und der ist am aktuellsten. Und falls es schon voll ist, genau, falls es schon voll ist und auch mein Head nicht tot ist, sondern alle in der Liste dann quasi leben. Das ist die Annahme, dass der Älteste, den wir zuletzt nicht gesehen haben, falls er lebt, alle leben. Dann setze ich ihn auf die Waiting List. Und falls er not alive ist, der Vorderste, also falls er wirklich tot ist, dann nehme ich ihn raus. Und da habe ich ja Platz und setze den neu kennengelernten hinten dran. Das heißt, das Wichtige ist, wir suchen nicht aktiv nach Einträgen für unsere Routing-Tabelle, sondern wir betrachten einfach jede Nachricht, als die vorbeifliegt, als Möglichkeit, den Absender der Nachricht, dessen Information mit drin steht, in unsere Routing-Tabelle einzutragen. Und der zweite Aspekt ist, in Kademlia und auch in Geodemlia, wir prüfen nicht aktiv, ob der noch lebt, der Knoten. Also wir stellen nur in diesem Moment fest, ob er tot ist. Das heißt, erst wenn wir unsere Liste voll ist, und wir würden überlegen, fügen wir den neuen Knoten hinzu. Nur dann prüfen wir, ob der zuletzt gesehene wirklich noch da ist oder nicht. Das heißt wirklich reaktiv, erst bei Bedarf wird geprüft, ist er denn da oder nicht. Das heißt, es gibt nicht so eine periodische Überprüfung wie in Cord, wo eben die Successoren und die Finger immer aktuell sein müssen. Oder auch in Pastry, hier wird es immer nur bei Bedarf quasi geprüft. Ja? Ja, mit der 24 Stunden, das war beim Speichern. Also das ist nur fürs Routing. Und die 24 Stunden, alle 24 Stunden speichere ich die Dokumente, die im Netzwerk bleiben sollen und die ich initiiert habe, nochmal. Weil die Knoten gehen weg und es wird gar nicht festgestellt und die nehmen die Daten, die sie hatten, mit. Das heißt, initial, wenn ich mal was speichere, speichere ich es auf 20 Knoten, k gleich 20. Und wenn die offline gehen, gehen sie offline. Die Daten sind weg. Und die Hoffnung ist halt, dass wenn am Ende das nach 24 Stunden noch 5 online sind,
die durch dieses Lookup auch gefunden werden und mindestens eins dieser 20 Kopien noch vorhanden ist. Das heißt, über die Zeit hinweg wird es ja irgendwo auf Null sinken. Und die Idee ist, dass man nach 24 Stunden, wenn man das neu speichert, hat man die alten Replika plus eventuell 20 neue, vielleicht überschneidet sich das, aber dann haben wir jedenfalls mindestens wieder 20 neue Replikate im Netzwerk gespeichert. Das heißt, das Wichtige hier für das Joinen ist, man muss quasi erstmal seine eigene Position finden und auf dem Weg dorthin, also wie joint man, ich hoffe, das müsste eigentlich auch hier. Interessant. Okay, also wie joint man dann, wenn Sie jetzt eine Suchanfrage stellen, also Sie sind noch nicht in dem Netzwerk drin, dann starten Sie eine Suchanfrage nach Ihrer Position. Und bei dieser Suchanfrage fragen Sie erstmal den einen Knoten, den Sie kennen, und der teilt Ihnen 20 neue Kontakte mit. Die setzen Sie alle gleich in Ihre Routing-Tabelle ein. Dann fragen Sie aus diesen 20 Kontakten Alpha viele nach noch besseren, nach den K vielen Kontakten, die Sie zu Ihrer Position kennen. Und dann kriegen Sie 60 Kontakte zurück, die sich teilweise überschneiden. Und auch die prüfen Sie, ob Sie in die Routing-Tabelle einfügen können. Und bei diesem Hin und her und bei diesen immer Lookups und Näherkommen und jeweils K viele neue Kontakte bekommen Sie eben eine große Anzahl von Kontakten, die Sie in Ihre Routing-Tabelle einsetzen. Und sobald, die ist noch nicht vollständig, also da haben Sie viele Lücken, Sie haben vielleicht nur die Knoten in Ihrer Umgebung kennengelernt, aber jetzt kommt ja der Fall, dass Sie eine Suchanfrage mal weiterleiten müssen. Irgendjemand nutzt sie zufällig mal für ein Lookup. Und dann müssen Sie ja für diese fremde ID, zu dem Sie vielleicht noch schlechte Kontakte haben, eine Suchanfrage stellen. Und Sie suchen nach die Alpha vielen Kontakte, die am nächsten dran sind, die sind vielleicht sehr schlecht. Fragen Sie einfach nach näheren Kontakten. Da kriegen Sie 60 gute Antworten, die Sie wieder in Ihre Routing-Tabelle einpflegen können. Das heißt, mit jedem Lookup, den Sie durchführen, erhalten Sie ja potenziell Alpha mal K viele unterschiedliche IDs, Kontakte. Vielleicht sind es auch nur 20, die sich dann wirklich unterschiedlich sind. Aber das gibt Ihnen immer wieder neue, frische Kontakte, die Sie in Ihre Routing-Tabelle einsetzen können. Und so erfolgt eben der Join-Prozess und das Füllen der Routing-Tabelle, indem man eben seine eigene Position sucht, dadurch erstmal eine Handvoll von Kontakten bekommt und mit diesen Kontakten kann man dann später arbeiten, um neue Kontakte zu finden. Aber wie gesagt, es geschieht immer nur passiv, wenn Sie selbst ein Lookup starten. Nur dann bekommen Sie neue Kontakte oder wenn Nachrichten an Ihnen vorbei über Sie geroutet werden. Und so tragen Sie sich ja auch in die Routing-Tabellen der anderen Knoten ein. Also wenn Sie jetzt, wo hatten wir das Beispiel? Genau, dieses Beispiel hier haben. Das heißt, Sie haben irgendwann mal, sagen wir mal, Sie haben irgendwann mal eine Nachricht für diesen Knoten weitergeleitet. Der kennt Sie gar nicht. Ja, der weiß gar nicht, wer Sie sind. Sie haben nur irgendwann mal eine Nachricht von dem weitergeleitet. Aber jetzt stellen Sie eine Suchanfrage an diesen Knoten, dann lernt er Sie kennen. Das heißt, er bearbeitet jetzt eine Nachricht mit Ihren Kontaktdaten und prüft dann selbst, also ob dieser Knoten gut geeignet ist für die Routing-Tabelle von diesem Knoten und von diesem Knoten. Und so wird unser Knoten auch bei anderen Routing-Tabellen bekannt und taucht dann vielleicht auf. Und vielleicht stellen die irgendwann mal eine Suchanfrage über diesen Knoten, sodass wieder neue Kontakte mitgeteilt werden. Also durch die Lookups werden quasi die Kontakte weitergegeben und dadurch, dass wir wirklich K viele Antworten zurückerhalten und Alpha viele Suchanfragen stellen, werden einfach sehr viele Kontakte umhergegeben, die dann in die Routing-Tabelle eingefügt werden. Ansonsten, die Regeln sind genauso wie bei Kademlia. Auch da nutzt man die Buckets genauso. Also das heißt, auch da setzt man die frischen Kontakte an den Tail und nur wenn die Buckets voll sind, dann prüft man, ob man Head wegschmeißt oder nicht. Okay, so gesehen gibt es dann auch keine Leave-Operation, weil die Knoten einfach offline gehen. Wie wird das dann festgestellt? Das wird festgestellt, indem
bei einem Lookup dann dieser Knoten ausgewählt wird. Und da stellt der Knoten fest, aha, von meinen alpha-vielen Suchern, Kontakten, denen ich jetzt die Anfrage geschickt habe, ist der und der offline. Dann funktioniert die Suchanfrage zwar immer noch, weil vielleicht einige von den alpha-vielen sich zurückgemeldet haben, aber wir haben auch die Offline-Knoten erkannt und können sie aus der Routing-Tabelle entfernen. Das heißt, genau, Maintenance, wie halte ich meine Kontakte aktuell? Durch die Parsing, also durch die vorbeifliegenden Nachrichten, kriege ich immer wieder neue Kontakte, die ich in meiner Routing-Tabelle berücksichtigen kann. Und dann prüfe ich eben durch diese Bucket-Entry-Strategie, dass ich nur die aktuellen drin halte. Genau, das ist auch eine nette Eigenschaft, da kommen wir irgendwann, wenn es um Sicherheit geht, noch dazu, dass welche Kontakte werden denn in Kademlia bevorzugt? Also wir hatten ja einmal in der einen Übung mal diskutiert, dass man Delay und sowas berücksichtigen könnte und Loss in den Übertragungen, aber die Knoten mit welchen Eigenschaften werden denn bei Kademlia bevorzugt in der Routing-Tabelle? Also nehmen Sie mal an, Sie haben zu einem Bucket von einem Knoten 100 verschiedene Einträge, aber nur 20 können gespeichert werden. Welche werden denn dann gespeichert? Da kommen 100 Nachrichten durch und nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Also wir haben irgendeine XOR-Distanz von einem Knoten, also das sind seine Distanzen. Jetzt haben wir eine exponentiell große XOR-Distanz und die ist noch völlig leer. Und jetzt bekommen wir 100 Nachrichten dieser Knoten und alle Absender liegen hier drin. Das heißt, würden diese Positionen befüllen. Welche der 100 Kontakte, die wir nach und nach kennenlernen, bleiben denn dann in dieser Routing-Tabelle? Springen wir mal hierher. Genau. Genau. Also wenn ich jetzt den Strom von 100 Nachrichten habe mit den Absendern, werden die ersten 20 gleich eingefügt, weil wir haben ja fewer than k Entries, also die ersten 20 werden eingefügt. Und danach kommt ja entweder ist unser zuletzt gesehener, also im Head alive oder ist not alive. Und wenn er alive ist, dann werden alle neuen Einträge, also die hier, in unsere Waiting-List eingefügt und nicht fürs Routing verwendet. Genau. Also es werden die Kontakte bevorzugt, die langlebiger sind. Also idealerweise ergibt sich dann ein Kademlia-Netzwerk oder Geodemlia-Netzwerk, bei dem eben die Hauptkontakte aus langlebigen Knoten bestehen, die sich als stabil und verlässlich erwiesen haben. Und die nur kurzzeitig online sind, die werden recht schnell rausgefiltert und eben durch langlebigere ersetzt. Das ist eigentlich ganz, ganz günstig, weil es eben die Stabilität des Netzes unterstützt. Also da gibt es dann weniger Fluktuation, weniger Churn. Ja. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Das ist, also nein, das ist beschenkt, aber ich weiß nicht auf welchen Wert. Also die Waiting-List ist nur dafür da, dass man solche Fälle vermeidet, wenn sehr viele in diesen Buckets offline sind, dass man da ohne Kontakt dasteht. Aber
Das muss schon so ein konstruierter Fall sein, dass wenn wir Alpha gleich, also man versucht diese K-Viele-Kontakte immer zu behalten. Das heißt auch, wenn manche wegfallen, dass man dann noch welche in der Hinterhand hat. Und man muss ja bedenken, es kommen immer wieder neue Kontakte hinzu, die da immer noch einsortiert werden können. Das heißt, ich glaube, mehr als K-Viele Waiting-List-Einträge wären gar nicht sinnvoll, weil wir wollen ja nur den ersten Bereich ersetzen können und auch. Aber wie der genaue Wert da ist in der Implementierung von CUT, da wird es ja verwendet, dann kann ich noch jetzt nichts sagen. Und? Ah ja, das ist spannend. Okay. Okay. Kommen wir dann hierzu. Genau, also die Maintenance, die neuen Kontakte ergeben sich durch die vorbeifliegenden Nachrichten. Selbe Bucket Ersetzungsstrategie. Das heißt, eigentlich ist Geodemlia dasselbe wie Kademlia, nur dass pro Richtung eine eigene Routing-Tabelle mit 160 mal K vielen Einträgen verwaltet wird. Also so kann man sich das eigentlich vorstellen. Pro Richtung habe ich einmal ein komplettes komplette Kademlia-Routing-Tabelle. Und je nachdem, in welche Richtung dieser Knoten liegt, wähle ich halt die Routing-Tabelle aus diesem Bereich dazu aus. Okay. Schauen wir uns mal ein anderes Overlay an. Das ist Globase. Das ist ein bisschen anders aufgebaut. Okay, was führt das ein? Das führt unterschiedliche Rollen ein. Also hier in Gödemle waren ja alle Knoten gleichberechtigt und jetzt wollen wir mal so den bisschen da hineinbiegen Richtung unterschiedlichen Rollen in strukturierten Overlay-Netzen. Bisher hatten wir alle Rollen in allen strukturierten Overlay-Netzen gleich. Das heißt, welche Eigenschaft müsste so ein heterogenes Netzwerk haben? Also das Ziel ist, dass man die Knotenkapazitäten ausnutzt. Also manche, die langlebiger sind oder stärker sind, mehr Bandbreite haben, dass man denen besondere Rollen bereitstellen will. Das sind dann meist irgendwelche Zugpeer-Positionen und wir schauen uns mal an, wie das denn zum Beispiel gewährleistet werden kann in der geografischen Zukunft. Also auch hier, Globase, Geographical Location-Based Search, wieder dieselbe Funktionalität, entweder alle Knoten in derselben Region finden, auch hier gibt man einen Punkt an und einen Radius, so wie vorhin und wir wollen alle Knoten darin finden. Oder die zweite Funktionalität ist, den nächstgelegenen Knoten zu einem Punkt finden. Und Globase ist baumbasiert, indem die Federknoten, also die inneren Baumknoten, als Supernodes bezeichnet werden. Schauen wir uns das mal an, wie sieht das aus? Es gibt eine. Ah, wie erkläre ich das? Also, die Grundidee ist, dass wir die gesamte Weltkarte nach und nach so partitionieren, dass. Nee, anders. Beginnen wir mal anders. Wir haben die gesamte globale Weltkarte, die verwaltet wird von dem Wurzelknoten im Baum. Und da das natürlich zu viel Last ist, wenn da viele Knoten drin enthalten sind, verwalten seine Kindknoten dann ausgewählte Bereiche mit vielen Knoten. Das heißt, dass seine Last des Wurzelknotens etwas dezimiert ist. Und falls diese mittleren Knoten wieder zu viel Last haben, dann haben sie wieder die Gelegenheit, intern ihre Zonen aufzusplitten und so nach und nach die Last nach unten zu verteilen. Mit dem Ziel, dass jeder Knoten eine maximale Anzahl von Knoten in einer Zone verwaltet. Es gibt, also die weiteren Folien bauen dann auf, wie diese Topologie ist. Also das ist einmal so der Grundgedanke, dass eben auf der Wurzelebene die gesamte Region verwaltet wird und diese Kindknoten dann nur Teilzonen verwalten und es beliebig weiter nach unten hin aufsplittbar ist,
mit eben dem Ziel, jede Zone soll eine maximale Anzahl von Knoten enthalten. Dadurch, dass die Knoten auch alle Positionen haben, also natürlich jeder Knoten ist wieder mit einer Position verknüpft und mit einer ID und mit einer Kontaktinformation, wie man den erreicht, sind die Knoten auch geografisch ungefähr dort platziert, also sind sie dort platziert, wo ihre Unterknoten platziert sind. Also ich glaube, da kommen wir noch dazu, also dass diese Geo-Zugehörigkeit auch genutzt wird. Was wir auch haben, sind sogenannte Interconnections, das heißt, wir haben nicht nur diese Baumstruktur mit den Verbindungen, sondern wir haben auch diese Zwischenabkürzungen, die das Ganze etwas ausfallsicherer und effizienter machen. Da kommen wir auch noch bei dem Routing dazu. Und eine weitere Eigenschaft ist, dass die Position, die ID der Knoten sowohl die Position des Knotens angibt, als auch die Zone, falls es ein Superpeer ist. Also drei Elemente, die wir im Detail jetzt mal anschauen werden. Ich springe mal lieber erstmal zum anderen Punkt. Moment. Erstmal zu der ID. Dann werden wir sehen, wie das genutzt wird hier. Erstmal zu der ID. Die ID ist so aufgebaut, dass jeder Knoten erstmal eine Position hat. GPS-Koordinaten, wieder zwei Teile. Dann, falls er für eine Zone zuständig ist, noch diese Information, wie groß diese Zone ist, sowohl in die eine, also in die Longitude und Latitude Richtung. Und ein zufälliger Teil, falls eben mehrere Knoten dieselbe GPS-Koordinaten haben, dass die IDs sich dann noch unterscheiden. Okay, das heißt, wenn man so eine ID hat, dann liest man schon daraus heraus erstmal die Position der Knoten, aber auch die Zuständigkeiten. Also wenn jetzt ein Superknoten eben eine Zone verwaltet, da kommen wir gleich dazu, dann kann man aus seiner ID schon rauslesen, welche Zone seine ist und welche Positionen darin liegen. So, das erstmal vorweggenommen. Dann schauen wir uns mal an, wie wird das genutzt. Das Ganze wird genutzt, indem eben so ein Baum aufgebaut wird, wo die gesamte Landkarte aufgeteilt wird in verschiedene, also initial vielleicht gar nicht aufgeteilt wird, alles wird auf der höchsten Ebene von Knoten A verwaltet. Und je mehr Knoten hinzukommen, desto mehr Last bekommt der Knoten A ja auch. Und der Knoten A hat dann die Möglichkeit, dass er eine Verantwortung abgibt. Dass er sagt, ich berechne jetzt aus den bestehenden Positionen der Knoten, die ich verwalte, eine neue Zone, das ist jetzt vielleicht dort bei B gewesen, und ich wähle einen Knoten aus, der diese Zone verwaltet, und das ist der Knoten B. Und der Knoten B, der verwaltet eben diese Unterknoten. Und ich behalte den Rest der Welt. Und jetzt kamen noch neuere, weitere Knoten hinzu, und dann hat A irgendwann gesagt, mein Last ist wieder zu hoch, jetzt erzeuge ich die Zone C, und ich weise diesen Knoten C an, übernimm diese und jene Knoten und ändere deine ID in die, dass deine Zone darin sichtbar ist. Und jetzt kommen immer mehr neue Knoten hinzu, und sobald bei einem Knoten, zum Beispiel G, irgendwann die Last oder D, J, da komme ich noch dran, also wenn bei Knoten J die Last irgendwie zu weit gestiegen ist, dann kann J auch einen Hotspot, also eine geografische Häufigkeit von Knoten berechnen und sagen, dass da definiere ich eine neue Zone und dieser Knoten soll mal die Region übernehmen, von denen, die da alle da drin sind, und den Rest verwalte ich. Und so kann der Baum dann eben wachsen und um neue Knoten erweitert werden. Das heißt, man geht, sehr schön, also das Beispiel, man geht von dem Knoten A aus, das ist der erste Knoten vielleicht im Netzwerk, und das ist sein Zuständigkeitsbereich, das ist seine Last. Es gibt zwei Schwellwerte, L1 und L2, und jetzt kommen neue Knoten hinzu, sehr schön, genau, und die Last wächst. Und es gibt immer einen Wurzelknoten, der dann eben diese Knoten verwaltet, erstmal von der ganzen Welt, und da kommen noch mehr Knoten hinzu. Und wenn die Last L2 erreicht oder überschreitet, ich glaube, er erreicht, dann gibt
A exakt so viele an, also deshalb gibt es L1, dass er nur noch L1 behält. Ja, also L1 ist so quasi die minimale Last, die jeder haben sollte, jeder Superpeer, und L2 die maximale Last, die jeder haben sollte. Das heißt, wenn eine neue Zone geschaffen wird, würde in diesem Fall ja der Knoten A vielleicht so viel Last abgeben, ja. Das heißt, der neue Knoten hätte schon mehr Last als L1, aber man gibt immer so viel ab, dass man auf L1 zurückfällt. Okay, und da wird eben ein regionaler, so ein Rechteck bestimmt, in dem das möglichst klein ist. Das Rechteck soll möglichst klein sein, aber eben so viele Knoten enthalten, wie ich hier abgeben möchte. Und darin wird der stärkste Knoten bestimmt, ja, wer ist am besten geeignet. Und an diesen wird eben die Verantwortung übergeben, diese Zone zu verwalten. Und so geht es dann weiter, dann kommen die anderen Knoten hinzu. Und immer wenn L2 erreicht wird, denkt sich A und B und die anderen Knoten eben auch, dass sie die entsprechende Last abgeben wollen, bestimmen in ihrer Region bei den Knoten, die sie verwalten, den stärksten Knoten, so wie A hier den Knoten B bestimmt hat, und setzen diese Unterzone in ihrer Zone ein, und so baut sich nach und nach der Baum auf. Wenn man jetzt L1 und L2 unterschiedlich wählt, jetzt mal visualisiert, also zum Beispiel mit recht kleinen Werten, dann gibt es natürlich sehr viele Zonen. Wenn man recht große Werte verwendet, L2 ist 100 und L1 ist 50, dann gibt es weniger Zonen. Genau, entweder 250 Superpeers oder 14 Superpeers. Aber das Schöne ist, man kann halt definieren, welche Last jeder Knoten bereit ist zu akzeptieren. Und dementsprechend kann es eben realisiert werden. So, wie sieht dann, genau, das hatten wir. Das Schöne ist auch dadurch, also welche Kontakte haben die Knoten jetzt? Also erstmal gibt es die Kontakte in dem Baum, also jeder kennt seinen Vaterknoten und seinen Kindknoten. Und es gibt noch zusätzlich diese Interconnections. Die gibt es erstmal nach oben, das heißt zu den Großväterknoten. Sehen Sie da einen Grund dafür? Steht es da? Ja, steht da, ja. Genau. Genau, damit. Genau, richtig. Genau. Also wenn der Vaterknoten ausfällt, da kann man sich noch beim Großvaterknoten einbinden und der kann dann neue Zone gründen, neue Verantwortlichkeit. Also so, dass die Knoten da eben nicht als verloren gelten. Und die Weiten, also die in andere Teilbäume ragen, die dienen der Effizienzsteigerung. Das wird dann beim Routing verwendet. Ja. Okay, genau, wie werden diese Bekanntschaften gemacht? Also einmal zu dem nach oben hin, das lässt sich ja bestimmen, also wer der Großvaterknoten ist, und die anderen Nachrichten, die zu den anderen Teilbäumen, einfach auch wie bei Kademlia durch vorbeifliegende Nachrichten, wird eine, wenn man Kontakte zu anderen Teilbäumen kennt, dann baut man eine Verbindung dazu auf. Auch das ist eigentlich nur effizienzsteigernd, aber nicht essentiell. Also die Hauptrouting-Funktionalität wird eigentlich über die Baumstruktur gewährleistet. Und dann ist auch hier die Darstellung, also wie wird das gemacht? Wenn wir jetzt so ein Area Search machen wollen, also das ist ja das Kompliziertere, machen wir erstmal Area Search. Wie geht es dann vor? Man definiert erstmal, kommt hier ein Beispiel, muss eigentlich ein Beispiel kommen, genau. Das ist der Bereich, in dem wir suchen. Okay. Wo ist denn der Knoten B? Genau, der grüne Knoten hier, ja, der sucht jetzt in dieser Region alle Knoten, will er kennen. So, da richtet er die Suchanfrage in seinen Vaterknoten. Also, wie geht er vor? Er prüft erstmal, dadurch, dass er ein einfacher Knoten ist, keine Informationen über Zonen hat, fragt er immer seinen Vaterknoten. Ja? Ja, also diese Knoten auf der höchsten Ebene, also bis auf die Wurzelknoten, sind auch miteinander verbunden, so dass sie die Informationen dann rekonstruieren können, so dass sie untereinander dann einen neuen bestimmen können. Ja, genau. Okay, also wie erfolgt dann das Routing? Ein Knoten, der kein Superpeer ist, der fragt seinen Vaterknoten, der hat dann Informationen über Zonen. Und dann ist immer die Regel,
schneidet sich seine Zone mit dem gesuchten Bereich oder mit der Interkonnektionsabkürzung, lassen wir die erstmal raus. Und wenn nicht, dann gehe eine Ebene höher. Ja? Okay, also es schneidet sich nicht die Zone von B mit der gesuchten Bereich, deshalb wird der Knoten A angefragt. Der Knoten A prüft, schneidet sich das mit meiner Zone, und ich stelle fest, ja, schneidet sich mit meiner Unterzone, also mit dem von meinem Kindknoten D, und es liegt komplett in meinem Kindknoten D, deshalb leite ich die Suchanfrage an D weiter. D prüft dann auch, schneidet sich dieser Bereich mit meiner Zone, stelle fest, aha, es gibt diese 2, 1, 2 Informationen, die von mir da drin liegen. Liegt, glaube ich, nur einer drin. Und das leite ich schon zurück an den anfragenden Knoten und sende aber die Suchanfrage weiter an die Kindknoten, die es noch betrifft, K und J, weil ihre Zone die Suchregion schneidet. Und hätte ich hier noch eine Zone, also einen Kindknoten, ohne Überschneidung, dann wird es natürlich an die nicht weitergeleitet, sondern nur die Kindknoten, die es betrifft, an die wird es weitergeleitet. Die prüfen dann auch nochmal, welche meine Kontakte liegen in dieser gesuchten Zone, teilen das dem suchenden Knoten mit, und falls sie selbst noch Unterzonen hätten, zum Beispiel J hier irgendwie was, Mini-Zone, dann wird es natürlich auch an den Knoten weitergeleitet. Das heißt, man geht immer über den Wurzelknoten und von dort aus runter in die passenden Regionen, passenden Zonen, bis eben man alle Blattknoten gefunden hat, und teilt das jeweils als verantwortlicher Superpeer zu diesem Blattknoten dem suchenden Knoten mit. Damit es, also so, dass die Grundrouting-Funktionalität, und weil das natürlich ineffizient ist, was den Wurzelknoten angeht, gibt es daneben die Möglichkeit, über Interconnections über diese Wide Area Interconnections zu gehen und quasi dafür eventuell Effekte zu nutzen. Weil häufig hat man ja einen Fall, habe ich hier noch ein Beispiel? Nein. Okay, hier noch ein anderes Beispiel. Mit der Area Search, diesmal sucht der Knoten bei J. Und auch da geht es erstmal ganz hoch zum Baum und dann von dort aus nach unten, bis alle Blattknoten gefunden sind. Alle Superpeers, die passende Blattknoten haben, senden diese Informationen zum suchenden Knoten zurück und kontaktieren selbst ihre Unterzonen. Und das ist das Vorgehen. Das wirkt jetzt auf den ersten Eindruck erstmal ineffizient, aber häufig betreffen ja die Suchanfragen Punkte, die um einen selbst herum sind. Also wenn, jetzt ist es schon komisch, dass der Knoten bei J nach einer Region in Afrika fragt. Häufig ist es ja so, dass die Region der betroffenen Knoten hier in der Umgebung liegt. Oder, hier haben wir doch das Beispiel gehabt mit den großen Netzen. Genau, wenn wir so ein Netzwerk haben, dann suchen die Knoten ja meist, also sie werden wahrscheinlich nur in Europa suchen, oder ausgewählt vielleicht mal, Italien, wenn sie da Urlaub machen wollen. Das heißt, sie würden dann nicht über den Wurzelknoten gehen, sondern über den höchsten gemeinsamen verbindenden Großvaterknoten. Und auch wenn man sehr viele kleine Zonen hat, dann würde man, weil man eben sehr viele Suchanfragen nur in der Nähe stellt, vielleicht in diesem sehr hohen Baum, dann auch nur ein, zwei innere Knoten weiter nach oben gehen und nicht über die Wurzel gehen. Das heißt, es ist da schon recht effizient. Und selbst wenn Sie mal in einer ganz anderen Region suchen, zum Beispiel, hier dann doch in den USA suchen, dann ist es wahrscheinlich, dass Ihr Vaterknoten oder einige höher gelegenen Elternknoten eine Interconnection in dieser Region haben und dort hinüberhüpfen, ohne über die Wurzel zu gehen. Das heißt, es ist oft doch sehr effizient, weil man lokal sucht und nicht ganz auf der Welt verstreut. So, Moment. Ja.
So, was ist die Zusammenfassung zu Globase? Das bietet auch diese lokationsbasierte Suche. Das sind dann immer diese zwei Eigenschaften. Area Search, also finde um eine Position mit einem Radius herum alle Einträge. Man kann es noch filtern mit dem Tags. Und die zweite Suchanfrage ist, gib mir den nächstgelegenen Knoten zu einer Position. Genau, das hatten wir hier gar nicht besprochen. Wie ist es denn hier bei der nächstgelegenen Position zu einem Knoten? Wie wird das denn da realisiert? Was meinen Sie denn? Gib mir den nächstgelegenen. Ah, okay. Ja, das ist hier gar nicht drin. Das stimmt auch. Das ist auch von Globase gar nicht abgedeckt. Da gab es noch eine Erweiterung. Das ist ein bisschen komplizierter. Deshalb ist es hier nicht drin. Wie würden Sie das dann machen, wenn Sie die nächstgelegene Position zu einem, den nächstgelegenen Knoten zu einer Position suchen würden? Ja? Ja, es ist immer, ja, also das stimmt. Also man müsste sehr viele Zonen durchprobieren, ob die nicht einen Knoten doch ganz am Rand haben. Also sagen wir mal, wir suchen jetzt hierbei den nächstgelegenen Knoten hier, was weiß ich, hier bei Madagaskar. Nee, was ist denn da? Madagaskar oder Tansania oder so? Sansibar, glaube ich, egal. Und da kann ja der nächstgelegene Knoten in C liegen, in E liegen oder in A liegen. Das wissen wir initial nicht genau. Das heißt, man müsste so viele Schritte noch im Baum nach oben gehen, dass man sicher ist, dass die nächstgelegenen Knoten in diesen Zonen zu diesem Punkt nur noch weiter weg sein können, als wir kennen. Also daher ist es ein bisschen komplizierter. Aber okay, also Globase unterstützt dann eben nur diese Area Search. Okay, fassen wir aber dennoch mal zusammen. Also was sind die Eigenschaften? Es baut so eine Art Fat-Tree auf. Fat-Tree heißt, dass die Knoten in dem Baum nach ihren Kapazitäten ausgewählt sind. Das heißt, idealerweise ganz oben der stärkste Knoten steht und aus jeder Zone, die ausgewählt wurde, immer der stärkste Knoten ausgewählt wurde als Verwalter. Jeder Knoten kann sein eigenes Lastlimit bestimmen und ist daher nicht überladen. Man hat diese Interconnection zur Stabilisierung und zur Effizienzsteigerung. Das Ganze wird in logarithmisch vielen Schritten aufgelöst, weil der Baum logarithmisch hoch ist. Genau, was sind die Nachteile? Jetzt haben wir kennengelernt, wie der Baum wächst, aber nicht wie er zusammenfällt, schrumpft. Auch ist es etwas in der Funktionalität eingeschränkt. Genau, also Gödel ist dann eigentlich etwas günstiger, aber es ist dennoch ganz interessant zu sehen, dass auch so eine Baumstruktur da, also von der Idee her, sehr leicht aufgebaut werden kann. Okay, nächsten Donnerstag werden wir uns dann anschauen, wie weitere heterogene Overlays aussehen. Einmal so eine Art heterogenes Chord, also wie man im Chord die Stärke der Knoten berücksichtigen kann. Und Omicron, was noch weitere Rollen einführt. Einer, um Daten zu speichern, einer, um zu routen, einer, um das Wissen über das Netzwerk zu verwalten, ist auch ganz interessant. Dann wünsche ich Ihnen eigentlich noch einen schönen Tag und wir sehen uns nächsten Mittwoch zu der Besprechung der Übung 3 und zum Kennenlernen des Peer-to-Peer-Simulators PeerFactSim. Okay, bis nächsten Mittwoch.